Hallo, ja, ich bin Andreas Pittrich, ich bin Webentwickler aus Berlin und ich bin der Entwickler von DocLoop. DocLoop ist ein Online-Werkzeug, was dafür da sein soll, den Review-Prozess von Open Access-Veröffentlichungen zu vereinfachen. Und das Ganze soll so passieren, dass einfaches Feedback in Form von Annotationen oder Kommentaren übersetzt wird in verwaltbares Feedback in Form von Issues, Fehlerberichten oder To-Dos. Das Ganze ist ein Online-Dienst, das heißt, ihr müsst nichts auf eurem Rechner installieren, sondern ihr könnt online einfach meine Website aufrufen und auf der Website kann man ein Online-Dokument verknüpfen mit seinem Online-Repository, auf dem man entwickelt. Das Ganze funktioniert automatisch und im Hintergrund, das heißt, immer wenn neues Feedback auftaucht, wird es automatisch konvertiert in Issues, Fehlerberichte oder To-Dos in meinem Issue-Tracker. Und ich habe dabei folgende Situation vor Augen. Man stellt sich vor, man ist Autor oder Autorin von einem Paper, einem Buch oder irgendeinem anderen Lehrwerk und man ist schon unterwegs auf irgendeiner Art von Online-Plattform, auf der man sein Quellenmaterial veröffentlicht, wo man sein Material teilt, andere zur Mitarbeit einlädt oder allgemein seine Arbeit koordiniert, zum Beispiel GitHub. Das kennt wahrscheinlich der ein oder andere von euch. Man arbeitet also auf der einen Online-Plattform, aber diese Online-Plattform ist in der Regel nicht die Plattform, auf der man sein Endprodukt veröffentlicht oder auf der man Feedback einholt. Dazu bringt man das Endprodukt auf eine andere Plattform, wo die Leser einfachen Zugang dazu haben und leicht Kommentare abgeben können. Das ist auf der einen Seite gut, weil das ist leicht für die Leser, die einfach nur ihre Kommentare reinschreiben können. Das ist auf der anderen Seite nicht so gut, weil das Feedback auf einer anderen Plattform ist, als auf der Plattform, mit der ich arbeiten möchte. Genau, und da springt DocLoop ein, nämlich das Feedback von der einen Seite, wo die Leser gut drankommen, wird übersetzt auf das Feedback auf der anderen Seite, wo der Autor arbeitet. Die App ist zurzeit in Entwicklung. Der aktuelle Stand ist, dass ich Kommentare oder Annotationen von Paperhive übersetze in Issues auf GitHub. Ich weiß nicht, wer von euch Paperhive kennt. Paperhive ist eine Plattform, die in Kreuzberg entwickelt wird. Und dort kann man PDFs hochladen und von anderen kommentieren lassen. Und DocLoop sorgt jetzt dafür, dass die Kommentare oder Annotationen, die auf Paperhive landen, in meinem GitHub Issue Tracker untergebracht werden. So, die Entwicklung ist im vollen Gange. Das heißt, in Zukunft möchte ich ein paar neue Plattformen einbauen. Hier sind schon einmal aufgelistet, nämlich auf der Quellenseite Hypothesis oder irgendeine Plattform, die ihr besonders gerne benutzen wollt. Und auf der Zielseite, GitHub ist schon umgesetzt. In Zukunft sollen GitLab, Trello oder weitere Plattformen dazukommen. Das Ganze ist öffentlich gefördert und vollständig Open Source. Das heißt, jeder von euch kann das auf seinem eigenen Server hosten, wenn ihr unabhängig sein wollt von mir. Und jeder Dritte kann auch eigene Module schreiben, um neue Plattformen hinzuzufügen. Ja, und wenn irgendeiner von euch eine Idee hat, welche Plattform noch dazukommen sollte oder jemand, der vielleicht mitarbeiten möchte und seine eigene Plattform ergänzen kann, unten auf der Folie ist meine E-Mail-Adresse, meine Website und mein Twitter-Account. Dort könnt ihr mich erreichen. So viel dazu. Vielen Dank fürs Zuhören.